So, weiter geht's heute mit FIFA und wir spielen heute das letzte Spiel der Champions League-Gruppe gegen den FC Sevilla. Können wir tatsächlich die 18 Punkte zumachen? Aber nur ein kleiner Tipp: Wir sind ja schon als Gruppenerster durch. Sevilla ist Gruppenzweiter, das heißt, ja, wir werden eigentlich nur ein bisschen durchrotieren, wenn wir mal mit der BL spielen, weil der nächste Gegner ist ja nachher in der Liga, ist ja der FC Bayern München schon. Also dann morgen quasi. Und deswegen werde ich heute mal ein bisschen Rotation, meine Rotationsmaschine anwerfen. Und also nicht komplett, sondern nur so ein bisschen, paar Spieler mal so ein bisschen die Chancen geben, die so selten eigentlich zum Einsatz kommen mittlerweile. Ciao. Den Meier heute mal eine ja, Chance von Anfang an geben. Wie gesagt, das Spiel gegen Sevilla ist ja, also beziehungsweise gegen Sevilla ist ja entschieden. Oder beziehungsweise die Gruppe ist ja entschieden. Und deswegen denke ich mir einfach heute mal ein bisschen. Rotieren ist vielleicht gar nicht so schlecht dabei. So, mal ein Schluck aus meiner koffeinhaltigen Limonade trinken und dann geht's gleich sofort ins Match. Da geht noch mehr. Hat er sagte mir, oh, ich würde gerne den Ball mitnehmen. Dankeschön. Ja, es kriegt gerade aber. Drin. So, auf geht's. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ein tolles Stadion, das Ramon Sanchez Pizjuan. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Willkommen in Sevilla. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. FC Sevilla gegen Schalke 04. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher wird es interessant. So. Das ist heute eine sehr reizvolle Vorrundenpartie in der UEFA Champions League. Denn Sevilla hat ja große Ziele, gerade auf europäischer Ebene. Beeindruckend, ja, seit Jahr und Tag im Grunde das tolle Konzept. Chancenlos war gegen die großen Heute geht die Gruppenphase drei Real Barça Atletico, aber gucken, ja gut, Barça, mal gucken, wie sie in der nächsten Saison auftreten. Haben ja mit Griezmann und mit Messi ja zwei Spieler ihre Offensive verloren. Mal gucken, was da passieren. Und das ist das 1:0 Sevilla. Adrien Rabiot, 6. Minute. Wir sehen noch mal die Ja, ohne Probleme kommt er durch. Meier, da kommt er überhaupt nicht hin. Der Dreier vom FC Schalke kommt da 0,0 ran. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Naja, mal gucken, wie diese Partie läuft. Die ist schon, fängt schon denkbar schlecht an. Aber erstmal Robin Gosens. Robin Gosens, kurz kann man nicht das 2:1.
Klar wollen wir das Spiel natürlich gewinnen. Ich will diese 18 Punkte zu machen. Aber selbst wenn sie gewinnen, dann ist Sevilla 12 und wir hätten 15. Also egal, wer sie... Wäre schon egal. Also egal, wäre es auf jeden Fall. So, aber gestern haben sich die Spitzenpositionen in der Gruppe geholt und die kann ihnen auch keiner mehr nehmen. Richtig. Das ist für mich eine der besten Mannschaften bislang. Kompliment an dieses Team, Kompliment an den Trainer. Da ist eine Menge drin dieses Jahr. Der FC Sevilla wieder am Ball. Sevilla macht gerade alles. Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz so, gucken wir mal gerade eben. Ja, wir haben hier das erste Tor für Atalanta. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 13 Minuten. Danke vielmals für das Akpo Guma. Meier. Jetzt Ball. Schöner Ball von ihm auf den durchstartenden Ramin Gossens. Ausgleich. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also, wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Marcan los visitantes. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ha bajado un par de grados. Con el 11, Gossens. Nächster Ball gewinnt Paulinho. Boschuan. Das sieht durchaus viel. Oh, dann ist das drin, die Schalke auf. 1:22, 23. Kalajdzic. Jetzt sind die Schalke wieder bei 18 und die Sevilla bei Sivilistas bei 9. So schnell kann sich das wieder drehen. Sieht gut aus für die Schalker, sie liegen vorne. So, wir geben kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Wir haben hier den Gott, sie wird viel Glück vorbei, Anwar Capitas. Der neue Spiel gut durchgesetzt. Jetzt Atalanta mit dem 2-0 im Parallelspiel, aber gerade noch als Ergebnis reinbekommen. Ein guter Ah. August ist ja, muss ich natürlich ein bisschen jetzt beweisen, ne? In den nächsten Partien. Danke, wie gesagt, in der Winterpause kommt ja mit Edna Hazard ein absoluter Superstar zu uns. Und jetzt der Konter Avila. Und 2-2. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da. 31. Minute, die Nummer 5 war. Und es ist Ocampos, der das Ausgleichstor für Sevilla erzielt. Und damit sind jetzt, so drehen wir es wieder ein bisschen rum in der Partie. Jetzt sind die Schalker 16 und Sevilla 10. Und so haben wir einmal alle drei Szenarien durch. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Borstorn. Schönes Ding. Borstorn. Flagge jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ocampos, der Torschütze, zum Ausgleich, zum 2:2. Verliert aber den Ball. Nächster Versuch. Gosens. Paulinho. Maximilian Arnold. Schalke jetzt probiert jetzt gerade ein bisschen sich aufzubauen wieder. Gut verteidigt. Nee. Alles gut, aber Alter, wäre kein Foul. Pau. Linio. Legt das Ding an den Außenpfosten ein oder beziehungsweise in den Pfosten und der Ball springt wieder raus. Das wäre fast das 3:2 der Schalker wieder mal gewesen. Die ist jetzt gerade ein bisschen spektakulär hinbekommen. Boston. Gefährlich. Ja, es wird Abseits sein. Abseits. Ja. Absolut klar. Ist richtig, alles gut. Ich habe das einfach zu spät gecheckt und habe gesehen, oh, Spieler frei, den kannst du anspielen. Nee, kannst du nicht. War absolut richtiges Abseits. Rabiot. Da geht Rabiot dazwischen. Der Torschütze zum 1:0 für Sevilla. Avila, der Vorlagengeber. Viel geht also nicht mehr. Und nee. 2:2 zur Pause. Ein intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen in Durchgang 2.
Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. So, gut. Gehen wir rein in die zweite Jetzt Halbzeit. Geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Kalajdzic, Bostor, sehr gutes sehr Ding. Clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Hast du, wie steht's mit zwei Mann geschickt da hinten zu? Rabiot. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Es gibt Freistoß. Alfoguma, das gibt Gelb, 51. oder sagt er sogar mehr? Gar nichts, gar nichts. Er lässt nur atmen. Mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Da kommt die Hereingabe. Chance zur Befreiung. Dennis Geiger. Bossuan, der jetzt Richter, der heute gar nicht im Kader steht. Aber auch Betrieb machen will. Er sucht die entscheidende Lücke. Die hat er, Dorfenschenkel! Ach, 57. Geiger. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie. Ja, Bostmann, der bleibt einmal am Ball und sagt dann, Mann, ich warte noch ein bisschen Lücke auf, tut und ich tut's dann auf und dann macht's Dennis Geiger. So, mal gucken, was Sevilla jetzt für eine Antwort hat. Doppelle. Die 30. Das war Dennis Elvedi, der da gerade. Niklas Elvedi, der gerade da so ein bisschen mit Glück da vorbeigeht. Paulinho. Und jetzt die Chance. Paulinho. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Jetzt Gossens, der da durchgehen kann. Und Tor! Und das hat sie wie ja gerade selber reingehauen, das Ding. Das war einfach mal ein Missverständnis zwischen dem Keeper und seinem Abwehrspieler. Wir sehen uns gleich nochmal in der Wiederholung. Da sagt der Keeper, ich nehme ihn mit. Hier nochmal die Szene. Will der Keeper den Ruhekampf spielen, spielt er einfach raus und dann sagt der Kalajdzic, Dankeschön. So, 2-4. Hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Steht's damit. Hier ist einiges los. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für Atalanta. Damit steht's hier also 4-0. Gespielt sind hier 69 Minuten. Dankeschön für diese Infos. So. Defensive ist gut organisiert. Ja, gut gemacht, Tod. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball kommt in die Mitte. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Vorne der Ballgewinn. So, also 76 jetzt Minuten rum. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich das nächste Tor machen können, das Ding zumachen können dann.
das Match. Vielleicht jetzt Kalajdzic gegen Alderweireld, der so ein bisschen seine Probleme hat mit dem Verteidiger, mit dem Stürmer. Und genau so ist es. 2:5, damit haben wir tatsächlich alle 18 Punkte geholt in der Gruppe und dieses sehr schwere Auswärtsspiel in Sevilla gewonnen. Nichts zu machen für den Keeper. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Sie sehen ja, er brodelt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. 5:2 und das kurz vor Schluss. Spiel ist natürlich gegessen. Mit welcher Mannschaft bekommen Sie es danach zu tun, Buschi? Bayern München. Hier heißt Bayern München. Und da sollten Sie einfach ähnlich stark agieren wie heute. Paulinho. Keine gute Verteidigung. So, Paulinho jetzt nochmal. Er kann es machen. Wieder die Seite war Kalajdzic, der eigentlich. Jetzt gibt es den Elfmeter noch. Es gibt wieder Alderweireld, der hat einen absolut rabenschwarzen Tag. Habe ich viele, viele Probleme mit den Außenspielern. Ja, aber das ist egal. Das war der Elfmeter, war klar. Gegen Kalajdzic, der sich da gerade durchdrücken wollte. Maja, der vorhin verschießt. Ist ja komplett vor der Junge. Verschießt. Das wird auch in der Wiederholung nicht besser. Er setzt den Elfer weit vorbei. Das kann er besser, viel besser. Vielleicht hat ihn auch der Torhüter irritiert. Schade, das Ding war eigentlich souverän drin, weil der Keeper komplett in die falsche Richtung unterwegs war. Ja. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Rabiot. So, jetzt können wir nochmal durch rotieren dort. Er hat ja heute den Jungs mal noch ein bisschen. Den Jungs mal noch ein bisschen Spielzeit geben oder beziehungsweise überhaupt mal einen Einsatz geben. Und wird auch nur einige Sekunden sein. Anschauen 2:5. Wir ziehen in die nächste Runde ein mit der Maximalpunktzahl und es war ein schweres Spiel in Sevilla. So. Gut.
Das war dann schon mal FIFA. Zumindest für heute. Morgen geht es ja wieder weiter mit dem nächsten Spiel. Das heißt dann der Gegner FC Bayern München. Und wir holen uns kurz das Turnierpreisgeld. Ich guck mal gerade, wie viel das wird. Es sind zumindest mal 27,8 Millionen. Damit kann man schon das ein oder andere machen. Was wir damit machen und ob wir was machen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann freue ich mich wieder, wenn wir dabei sind. Und wie gesagt, dann ist der Gegner FC Bayern München. Und den kann man dann nochmal richtig wehtun im Kampf um zumindest internationales Geschäft. Naja, bis dann und tschüss.